Bröer unterwegs aus der Rubrik für Verkäufer, Gastronomen und die, die es werden wollen und die an jeder Ecke in Europa, in Deutschland eine Hamburger Bude aufmachen, weil das ja so schön amerikanisch ist und weil wir alles, was aus Amerika kommt, eigentlich doof finden, aber trotzdem an jeder Ecke eine Systemgastronomie à la USA aufmachen. Liebe Gastronomen, wenn ihr jetzt nicht gerade in den 70ern und 80ern groß und erfolgreich geworden seid, dann werdet ihr feststellen, dass es etwas mittlerweile oder dass es etwas gibt, neben dem Aufmachen einer Burgerbude, das nennt sich Wettbewerb. Wettbewerb auf allen Kanälen, damit meine ich auch digitale Kanäle. Und ich will damit sagen, ganz konkret, es nützt also nichts, ein Franchise-System zu eröffnen, eine Burgerbude aufzumachen, irgendwie drei Fritten aufzustellen und ein paar Zwiebelringe und ein paar Nachos und so weiter auf die Tische zu stellen, sondern das Entscheidende, was über Jahre und jetzt Jahrzehnte kurioserweise mit dem Erfinden der Systemgastronomie irgendwie ins Hintertreffen geraten ist, das Entscheidende ist der Faktor Mensch. Das heißt, es ist ja schön, dass wir das alles klauen, kopieren und versuchen, anders und besser zu machen. Wenn aber vorne derjenige, diejenige, die mir das Essen gibt, wenn mir überhaupt jemand das Essen bringt, wie verhalten die sich denn? Habe ich überhaupt Lust, wiederzukommen? Also in den 70er, 80er war das noch toll. Ja, da habe ich irgendwie ein Schnitzelhaus aufgebaut oder XXL-Schnitzel und war das lustig und toll. Und man hat so wie Microsoft 98% der Weltbevölkerung auch damit erreicht und getroffen. Heute sind die Leute ja smart und sind die ja schlau und gucken auf Yelp und gucken überhaupt, was sagen denn andere darüber. Und was andere darüber sagen, hat gar nicht immer so viel mit der Qualität des Essens zu tun, sondern hat damit zu tun, was sie dort erlebt haben und wie sie gegessen haben. Ja? Beispiel, ich bin hier in meinem Lieblings, die meisten kennen das, die mich auch besucht haben, in meinem Lieblingsrestaurant, danke übrigens Julian, Tender Greens. Systemgastronomie, wenn man so will, aber deren Nische ist alles organic, alles irgendwie ein bisschen vegan, alles nur aus der Nachbarschaft, 30 Meilen und Umgebung, daher kommt das Essen. Und das Großartige ist, das wird hier alles vorne à la Minute frisch zubereitet. Ja, hat Vapiano auch versucht, aber der Service beim Bestellen, der Service, wenn ich bezahle und der Service hier am Tisch ist einfach großartig. Das heißt, man merkt, ob ich wiederkomme, man spricht mich anders an und das zieht sich durch bis hin zu, dass man mich 12-mal fragt, ob ich noch was zu trinken habe. Stell mal vor, in Deutschland, also in Deutschland kommt einer und sagt, von dem billigen Kaffee, wo wir so viel Kohle dran verdienen, darf es denn noch mal aufs Haus ein Tässchen mehr sein? Ja? Unvorstellbar, unvorstellbar, Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite kopieren wir den ganzen Driss, machen aber Fehler bei der Umsetzung, wenn es um Faktor Mensch geht, wenn es um Umsetzung im Detail geht, wenn es darum geht, naja, dann biete doch auch die amerikanische Version an. Und die heißt nun mal, dass wir vernünftiges Personal haben, ja? Dass wir vernünftig mit dem Kunden sprechen. Und wenn der Kunde geht, also Icke, dann fragt er, ob ich nochmal mein Iced Tea umsonst auf Lau für nothing, ja, nochmal to go haben will. Wahnsinn, ja. So, jetzt kommt natürlich die Frage, wo gehe ich das nächste Mal hin, wenn ich Hunger habe? Hier stimmt einfach alles. Hier ist der Service klasse, ist die Qualität klasse, das Essen klasse und eben bis hin zu, dass jeder eben freundlich am Tisch, freundlich am Kunden, freundlich am Gast. Das, was wir eben seit Jahren probieren, funktioniert nicht in Deutschland, funktioniert auch gar nicht so in Europa. Das heißt, wir haben mittlerweile so eine fast gastronomische Zweiklassengesellschaft. Wir haben die Fastfood-Fritte mit ihren alten, mit ihren ganzen, ich sag mal, Stilblüten. Und dann haben wir die Qualität, die zum Beispiel bei meinem Lieblingsfreund in Münster, beim Niklas Spitzer zum Beispiel, zu treffen ist. Ja, großartige Küche, fast schon vor Sterneniveau oder eben die Sterneküche. Ja, aber dazwischen, dass man sagt, Mensch, du gehst mal eben schnell ein Business-Lunch machen, mal eben schnell gute Qualität zum fairen Preis und auch mal drei Tassen Kaffee zum Preis von einer, wo gibt's das? Also, für Verkäufer heißt das Gleiche wie für Gastronomen. Gastronomen muss heute nicht nur gut in der Küche sein und beim Franchise muss er ja schon fast gar nicht mehr in der Küche sein, weil das alles eben aus der Fritte und alles eben Convenience ist. Aber da muss er wenigstens dafür sorgen, dass ich ein schönes Erlebnis habe beim Essen, beim Einkaufen, beim Bezahlen, beim Geld dalassen, beim, wenn der Kunde an meine Kohle ran will. Und das Gleiche gilt für Verkäufer. Es ist schön, Systeme oder Dinge zu lesen, die zu adaptieren, aber Faktor Mensch,
hat derjenige wirklich ein großartiges Erlebnis mit mir. Ich bin und bleibe das Zünglein an der Waage. Ja? Also, wer die Kohle des Kunden muss, anstrengen. Und wenn ich Systeme übernehmen will, dann bitte aber auch in Gänze. Und noch eine, jetzt habe ich gehört, jetzt gibt es schon wieder bei uns in Münster noch so eine Frittenbude, noch so ein Burgerpalast. Weiß ich jetzt schon. Scheiß Bedienung, Studenten, die keinen Bock haben, die schlecht bezahlt werden. Und das Thema Sonntag hatten wir ja gerade. Sonntag kannst du ja sowieso nicht hingehen. Also, es bleibt spannend. Ich sage, in Deutschland ist noch genug Platz für großartige Qualität, großartigen Service, ja. Und zum Thema Dienstleistungen, da würde ich sagen, ist das Feld zu 90% überhaupt nicht bestellt. Also strengt euch an. Das war Holger Breuer unterwegs. Und ob ihr es glaubt oder nicht, nächste Woche habt ihr mich an der Backe, da bin ich eine Woche in Deutschland. Ciao.